Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir bei einer alten Nahrungsmittelfabrik. Schauen wir mal rein, oder? Das besteht aus zwei Gebäuden. Wahrscheinlich ist das hier Fabrik und das hier Verwaltung oder was. Da haben wir einen Eingang, da hat jemand die Tür schon eingeschlagen. Schauen wir mal, ob wir rausfinden können, was das für eine Fabrik war, also was hier für Nahrung produziert wurde. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ihr wisst, dranbleiben. Wie guckt denn das hier aus? Oh Mann. Das ist mal wieder so ein Gebäude, wo sie ganz schön rumgerockt haben. Die Rocker. Hier gibt es ja nur noch Scherben. Hier eine Anmeldung. Da geht es dann hoch. Oh Mann. So, hier in der Anmeldung sehen wir noch Unterlagen von 2014. Ein Rohrpostsystem gab es hier A. Oh, hier muss man echt aufpassen. Ein Raum weiter war jemand. Also viel hier, da gibt es so einen Tresor hier. Mit Schlüsseln. Na toll. Ein Schlüssel, der nicht funktioniert. Unterlagen. Kaffee. Hat die vielleicht Kaffee gemacht? Tatsächlich, das war eine Kaffeefabrik. Da haben wir ein kleines Mitarbeiterbüro. Hier mit Stempelkarten. Hing mal hier die Stempeluhr. Klack. Bin da. Und klack, ich gehe nach Hause. Au. Au. Sehen wir mal die Technik von dieser Rohrpost. Ja, Werk 2, Werk 1, das wird wahrscheinlich zu dem nächsten Gebäude dann rüber gepustet. Und der Geschoss. Wird dunkel. Es wird Licht. Also ich habe da eigentlich schon ein mulmiges Gefühl, wenn da oben einer rumtut. Ja, übel. Also ich habe jetzt mal nicht gefilmt, weil nicht, dass der ausrastet. Ihhh. Aua. Oh, guck mal. Hey, die sind nur fast weich. Ich glaube, die hausen hier. Der wartet auf einen Kumpel. Was machen die hier drin? Kollega. Kollega, ja. War ein ausländisches Mitbürger. Lecker. Lecker. Sehr lecker. Hier unten steht auch schon ein bisschen das Wasser. Bäh. Haben wieder alles runtergekloppt, ne? Was haben die hier gemacht? Ach, schau mal das an. Die haben das hier ganz professionell hier mit dem Schweißbrenner aufgeschnitten, um hier reinzukommen. Nur um in die Heizanlage zu kommen, oder? Was ist denn hier? Öltanks. Ganz viele Öltanks.
Amortisierungskasten hier. Ein Verteilerkasten. Psst. Da summt noch was. Da lange ich jetzt lieber mal nicht rein. Ja. Ich will ein Tresor. Aber dicht. Ja, was macht der da oben? Auf was wartet der? Ja. Vor allem in so einem abgeschrockten Schuppen. Der läuft da rum. Ja, hier schaut nicht nur alles scheiße aus, hier riecht auch alles scheiße. Alt halt, schaut sehr alt aus. Ach, die Vorhänge. Was gibt es da noch? Übel. Also das ist hier die reinste Bruchbude. Ein Heizkörper. Ich denke mal im ersten Stock oben schaut es genauso scheiße aus. Na, gucken wir mal. So. Über diese schöne halbrunde Treppe gehen wir mal in den ersten Stock. Aber nice. Die hatten hier sogar einen kleinen Balkon. Kleiner Balkon. Ja, aber wie ich dachte, schaut im ersten Stock eigentlich genauso aus wie unten. Büroräume halt. Eine Tür. Oh. Bist du wieder erschrocken? Yes, schon wieder. Tschakka. So, hier noch ein schöner Einbauschrank hier. War das hier das Chefbüro? Könnte so sein. Hier mit schönem Durchgang. Da ist wieder ein Tresor in der Wand. Sehr gut. Schon der dritte Tresor, den wir hier finden. Sonst bräuchte mal den Code, ne? Aber der war schon mal offen, sonst wäre das Ding ja nicht drin, die Lamelle. Jetzt stehe ich hier gerade so im Büro und denke mal, ich gehe raus und drücke halt mal wie auf jedem Lost Place auf den Lichtschalter. Das macht ja Spaß. Ha, hier gibt es Strom. Ach, drum hat das Ding unten gesummt im Keller. Also irgendwo ist hier noch Saft. Ja, ich laufe hier mit Taschenlampe rum, mache mir den Akku leer. Zack. Das ist ja krass. Das würde ja bedeuten, wenn drüben in der Fabrik auch noch Strom ist, dann können wir unseren eigenen Kaffee schnell rösten. Da? Überall geht Licht. Krass. Krass, krass. Hier. So, und da drüben wollen wir rein. Also, wie es ausschaut, wurde hier Kaffee produziert. Bin mal gespannt, ob wir da irgendwo reinkommen. Vielleicht da unten durch diese Tür. Oder mal außen rum schauen. Jo. Gucken wir mal rüber. So, jetzt schauen wir mal. Ja, wenn da schon so ein Smiley mit Trauerfresse dran bappt. Aber da haben wir eine Klingel. Alter. Da ist auch Strom drin. Ich habe gerade geklingelt, das hat gemacht. Alter. Ja, ja. Also ich bin selber gleich erschrocken. Jetzt sind wir gerade auf der Rückseite. Da würde es eine Leiter geben. Vielleicht kommen wir von oben irgendwo rein. Erst gehen wir mal außen rum. Und gucken, ob hier nicht doch irgendwo was offen ist. Das sind so Anlieferrampen. Aber da kommt man nicht rein. Noch nicht.
Hier hinten sind auch noch kleine Transformatoren. Und man hört's. Hört man's? Hier läuft echt noch Strom. Haben wir einen Eingang gefunden? Ja, da ist ein Eingang. Aber so ein bisschen auf 2 Meter Höhe. Die Tonne. Ja, ja. Schauen wir mal, ob wir einen leichteren Zugang finden. Ansonsten steige ich mal auf die Tonne. Die Tonne auf die Tonne. So, hier steht drauf, bitte 2-mal kurz klingeln, komme sofort. Habt ihr es gehört? Mäp, mäp. Ja, also sofort ist was anders. Hallo, wir wollen da rein. Ha. Doch keiner da. Ja, und jetzt? Da hinten ist noch ein Kellerloch. Ding sie. So, also bevor wir mal übers Dach gucken, weil es doch ziemlich hoch da oben ist, schaue ich jetzt mal, ob ich da reinkomme mit der Regentonne. Es wird eine wackelige Angelegenheit. Und ich werde auch noch dabei gefilmt, ja, in der Hoffnung, dass es mich auf die Fresse haut. Ja? Ja? Ja, wenn sie filmt, wie es mich auf die Fresse haut, darf ich sie auch filmen. Das Gesetz des stärkeren Kameramanns. Ja gut, probiere ich es mal. Bis gleich im Krankenhaus. So, ich stehe hier erfolgreich auf einer Regentonne. Mich hat es noch nicht aufs Maul gelassen, noch. So, hier drin ist aber auch nicht wirklich viel. Hier läuft auch noch die Heizung. Also ich höre das Summen da hinten. Und hinten geht es die Treppen hoch. Da ist auch eine Tür, aber da gibt es gar keinen Türgriff dafür. Also weiter kommt man da nicht. Das ist nur der eine kleine Heizraum hier. Scheiße, wir sind doch übers Dach. Was gibt's denn da zu lachen? Jetzt kommst du aufs Video. Doch. Hier, die pinkeln sich gleich in die Hose. So, jetzt muss ich hier bloß noch mal lebend runterkommen. So, das war wohl nichts mit dem Reinkommen. Die letzte Chance. Die Treppen hoch. Wir gucken, ob wir irgendwie übers Dach kommen. Aber da gehe ich mal schnell alleine. So, das war's. Also ich war gerade da oben, habe dann das Fenster gesehen hier und die Leiter. Ja, aber die kommt hier auch nirgendwo runter. Man kommt da leider echt nirgendwo rein. Echt schade. Kaffeefabrik mit Strom. Hätte ich gern gesehen. Aber wir haben wenigstens noch das Verwaltungsgebäude gesehen. Menschen. Da war es das hier von der alten Kaffeefabrik. Schade. Mehr kann man nicht. Kann man nicht sehen. Aber könnt ihr trotzdem ein Like da lassen aus Mitleid. Auf Abonnieren drücken und dann sehen wir uns das nächste Mal zum neuen Video. Bis dann, macht's gut, ciao.